Erinnerungen prägen unsere Persönlichkeit und ermöglichen die Organisation unseres Alltags. Schwinden sie, drohen Identitätsverlust und Hilflosigkeit. Ohne kognitive Einschränkungen können wir mit einfachen Erinnerungshilfen unser Gedächtnis unterstützen und unserer normalen Vergesslichkeit entgegenwirken. Oft nutzen wir Post-its oder auch Kalender, um zukünftige Ereignisse nicht zu vergessen. Liegen jedoch leichte kognitive Störungen wie Altersvergesslichkeit oder viel gravierender Demenz vor, sind die Betroffenen selbst nicht mehr in der Lage, sich mit gewohnten Erinnerungshilfen wie einem Wandkalender zu behelfen. Es wird für sie schwieriger, sich selbstständig im Alltag zurechtzufinden. Im Gespräch mit Experten zu dieser Thematik wurde deutlich, dass Menschen mit Demenz oder leichten kognitiven Störungen ihr Zeitgefühl verlieren und wichtige Termine vergessen. Sie gehen deshalb oft zu ihrem Kalender, um sich über anstehende Ereignisse zu vergewissern. Meist ist die Information jedoch, wenn der Kalender aus dem Blickfeld ist, schnell wieder vergessen. Das führt bei den Betroffenen zu Stress und Unzufriedenheit, was sich wiederum ungünstig auf den Krankheitsverlauf auswirkt. Wie können wir selbstständig unser Leben gestalten, wenn unsere kognitiven Fähigkeiten abnehmen? Memo – greifbare Termine. Memo erweitert den gewohnten Wandkalender um kleine abnehmbare magnetische Objekte, die jeweils für einen Termin stehen. Sie können vom Kalender abgenommen und überall hin mitgenommen werden. Als portable Signalgeber lösen sie eine gewisse Zeit vor dem jeweiligen Termin einen multisensuellen Erinnerungsprozess aus, um an diesen zu erinnern, auch wenn der Kalender nicht in der Nähe ist. Die Memo-Objekte bestehen aus verschiedenen Materialien, die an Personen, die man regelmäßig trifft oder mit regelmäßigen Ereignissen verknüpft sind. Im multisensuellen Erinnerungsprozess wird unter anderem Musik abgespielt, die auch an die jeweiligen Personen oder Ereignisse verknüpft sind. Beides sollte in einem biografischen Bezug stehen, um die gedankliche Verknüpfung im Gehirn zu stärken. Neben den biografischen Komponenten gibt es konstante Signale im multisensuellen Erinnerungsprozess. Das sind Licht und Vibration. Alle Signalgeber laufen parallel im multisensuellen Erinnerungsprozess ab. Dieser hat drei verschiedene Phasen: die Initialisierungsphase, die Vorbereitungsphase und die Aufbruchsphase, bei der man sich auf den Weg zum Termin machen sollte, um rechtzeitig anzukommen. Beim Verlassen der Wohnung wird die Musik automatisch gestoppt, damit keine Aufmerksamkeit erzeugt wird. Kleine Pausen helfen, eine Gewohnheit in der Sinneswahrnehmung zu verhindern, wodurch einzelne Intervalle entstehen. Der Beginn des Prozesses, die Länge der Phasen sowie die Intervalle können individuell angepasst werden. Das kann zusammen mit einer betreuenden Person, einem Angehörigen oder Pfleger durchgeführt werden. Neue Termine können über verschiedene Wege in Memo aufgenommen werden. Eine Möglichkeit, Termine selbstständig aufzunehmen, ist, ein Post-it auf die rechte Ablagefläche des Kalenders zu heften und dann den Termin zu notieren. Dies ist nur möglich, wenn keine motorischen Einschränkungen vorliegen. Beim Doktor kann auf den Terminzettel verzichtet werden, da die Möglichkeit besteht, den nächsten Termin direkt an die digitale Übersicht des Kalenders zu senden. Eine weitere Möglichkeit, dass Termine automatisch an den Kalender übertragen werden, besteht beim Telefonieren, wenn das Telefon mit einer Spracherkennung ausgestattet ist. Wird ein Termin mit Datum, Uhrzeit und Ort mit einer Person, die dem Memo-Kalender zugeordnet ist, ausgemacht, wird automatisch ein Termin an Memo gesendet. In allen Fällen erscheint, nur wenn sich der Termin in der laufenden Woche befindet, ein Kreis in der Farbe des Materials der Person am entsprechenden Tag. Das Memo-Objekt kann dann auf die gehighlightete Stelle positioniert werden. In allen drei Fällen wird die Person, die für Memo verantwortlich ist, über den neuen Termin informiert. Sollte man dennoch mal einen Terminzettel beim Arzt oder einer anderen Gelegenheit erhalten, kann dieser direkt am entsprechenden Tag auf den Kalender geklebt werden. Ist der Termin nicht in der laufenden Woche, dann kann der Zettel einfach auf den rechten Ablagebereich geklebt werden. Der Termin wird dann von der Person, die für Memo verantwortlich ist, in den Kalender aufgenommen. Unabhängig davon, wie ein neuer Termin aufgenommen wurde, wird dieser von dem Hauptverantwortlichen eingesprochen. Diese Ansage hilft, einen persönlichen Bezug herzustellen und den Termin zu verinnerlichen.
In einem wöchentlichen Ritual, bestenfalls am Sonntag, werden die Ereignisse für die kommende Woche gemeinsam mit einer betreuenden Person vorbereitet. Die anstehenden Ereignisse werden auf den Wandkalender und die Memo-Objekte synchronisiert. Auf dem E-Ink-Display des Kalenders erscheinen Kreise in den Farben der Memo-Objekte, auf denen die magnetischen Objekte einfach platziert werden können. Wie sieht ein Tag mit Memo aus? Susan, die an einer frühen Form der Demenz leidet, geht am Morgen an ihrem Kalender vorbei und nimmt die Memo-Objekte der anstehenden Termine vom Kalender ab. Den ersten Termin befestigt sie an einer speziell dafür konzipierten magnetischen Kette, wodurch sich das Memo-Objekt immer im Sichtbereich befindet. Die weiteren Objekte kommen in ihre Hosentasche. Ergänzend dazu gibt es magnetische Broschenelemente sowie Schlüsselanhänger. Dann frühstückt Susan und vergisst dabei ganz ihre heutigen Termine. Eine Stunde vor ihrem ersten Termin beginnt das entsprechende Memo-Objekt mit der ersten Phase des Erinnerungsrituals, die Initialisierungsphase. Sie dreht das Memo-Objekt und eine aufgesprochene Ansage ihres Sohnes über den Termin wird abgespielt. Sie frühstückt in Ruhe weiter, da sie weiß, dass sie sich erst in der ersten Phase des Erinnerungsprozesses befindet. Nach einer Weile ist sie vom Erinnerungsprozess genervt und drückt das Memo-Objekt, das nun für eine individuell einstellbare Zeit kein Erinnerungsintervall abspielt. Nachdem etwas Zeit verstrichen ist, beginnt die zweite Phase des Erinnerungsprozesses, die Vorbereitungsphase. Susan bemerkt, dass sie sich für den Termin fertig machen muss. Im Badezimmer befindet sich ein weiteres Memo-Objekt, das dem Arzt zugeordnet ist. Es erkennt sie und beteiligt sich am Erinnerungsprozess. Menschen mit kognitiven Einschränkungen wird es oft passieren, dass sie die Memo-Objekte nach Gebrauch nicht immer an den Kalender zurückbringen werden. Oft werden sie die Memo-Objekte an den unterschiedlichsten Stellen ablegen und dann vergessen. Das ist kein Problem, da dadurch das episodische Erlebnis des Erinnerungsprozesses innerhalb der eigenen vier Wände verstärkt werden kann und somit die Erinnerungsfähigkeit zusätzlich unterstützt wird. Damit kein Chaos entsteht, muss die betreuende Person während dem wöchentlichen Ritual zur Vorbereitung des Kalenders die Memo-Objekte in der Wohnung zusammensuchen. Nun setzt die dritte Phase des Erinnerungsprozesses, die Aufbruchsphase, ein. Susan bemerkt, dass sie nun losgehen muss und zieht sich an. Beim Verlassen der Wohnung wird die Musik des Erinnerungsprozesses automatisch gestoppt, damit keine Aufmerksamkeit erzeugt wird. Ist sich Susan unsicher, wohin sie eigentlich geht, kann sie erneut das Memo-Objekt drehen und die Ansage ihres Sohnes über den Termin wird abgespielt. Beim Arzt angekommen, freut sich Susan, dass sie es geschafft hat, pünktlich und selbstständig zu ihrem Termin zu kommen. Nach dem Termin nimmt Susan das Memo-Objekt des zurückliegenden Termins von der Kette ab. Entweder platziert sie es auf die rechte Ablage des Kalenders, auf der die Objekte induktiv aufgeladen werden, oder sie vergisst das Objekt an den Kalender zurückzulegen und platziert es irgendwo in ihrer Wohnung. Wenn der Termin vorbei ist, verschwindet dieser auf dem Kalender. Nachdem auch die anderen Termine und der komplette Tag vorbei sind, verliert der Kalendertag seine Helligkeit und der nächste Kalendertag wird gehighlightet. Menschen mit Demenz im Spätstadium wird es schwerfallen, die Memo-Objekte noch als Erinnerungshilfen zu erkennen und anzuwenden. Dennoch können die aktive Beteiligung am Erinnerungsprozess, das gemeinsame Anpassen sowie das multisensuelle Erinnerungsritual weiterhin aktivierend wirken. Termine außerhalb der eigenen vier Wände werden sich reduzieren. Ereignisse wie Medikamente nehmen oder essen werden in den Vordergrund rücken und Memo wird dabei helfen, einen Tagesrhythmus aufzubauen sowie Orientierung im Alltag zu geben. Die Redundanz der Reize über verschiedene Sinneskanäle unterstützt die Verinnerlichung des Erinnerungsrituals und der Ereignisse. Verstärkt wird dies durch die Möglichkeit, die Ereignisse über die Memo-Objekte mit wiederkehrenden Gesten, das Platzieren und Entfernen am Wandkalender, zu begreifen. Ereignisse bleiben nicht abstrakt, sondern werden auf verschiedene Ebenen erfahr- und begreifbar.
Durch die Memo-Objekte erhalten die Betroffenen mehr Selbstständigkeit während der Abwesenheit einer betreuenden Person. Diese erhalten durch das Einbeziehen in das Erinnerungsritual wiederum mehr Sicherheit, dass Termine eingehalten werden. Neben den Designprototypen der Memo-Objekte entstand ein technischer Prototyp mit Arduino, der den multisensuellen Erinnerungsprozess simulieren kann. Beides konnte bereits mit der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V. getestet werden. Memo – greifbare Termine.